Hallo und guten Mittag. Ja, der Kaffeesatz ist heute irgendwie zu spät. Zu spät, ja, ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, weil es immer noch Montag ist. Aber dafür sind wir drei mehr als an allen anderen Tagen. Und wir sind einer mehr als in den Kaffeesätzen davor und einer weniger als beim letzten Mal, weil Anne nicht mehr dabei ist. Das ist zu viel Mathe. Es ist Mathe im Kaffeesatz. Kaffee-Dreisatz quasi. Kaffee-Dreisatz-Rechnung. Ja, Leo, wie geht es dir denn an diesem heutigen Montagmittag? Besser als Gregor, aber nicht so gut wie dir. Nicht Wieso, so wie gut geht's mir denn? Mir? Na, so wie du guckst, grauenvoll. Ja, das ist... Ne, das ist diese vegetarisch schwächelnde Aura, die du immer um dich herum hast. Man denkt immer, du kriegst jetzt. Es ist Montag 12 Uhr und erst jetzt kommt der erste Vegetarier-Diss. Das ist ein neuer Rekord. Also im positiven Sinne, weil es halt so spät kommt. Danke, Leo. Danke, dass du meinen Lifestyle akzeptierst. mir geht es eigentlich ganz gut. Wochenende war ganz nett. Und ich hatte ein bisschen Gelegenheit, was zu spielen. Und jetzt. Das war? Hauptsächlich Hotline Miami 2 und ein kleines bisschen Dying Light. Mhm. Cool. Dying Light habe ich gerade wieder für mich entdeckt, weil Dying Light ehrlich gesagt fucking awesome ist. nur es ist eins von diesen Open-World-Spielen, wo man am Ball bleiben muss und wo man erstmal so eine Barriere durchbrechen muss, bevor irgendwie nicht der Knoten platzt, weil das Spielprinzip ist ja klar, aber bevor sozusagen die Schwierigkeitskurve sich so ein bisschen entfaltet. Am Anfang ist man halt der totale Assi und dann im Laufe der Zeit entwickelt man tatsächlich ein gewisses Machtgefühl und der Spielspaß verändert sich. Ja. Ich persönlich finde aber, er wächst sogar. Also wenn man dann tatsächlich ein paar Werkzeuge gegen die Zombies hat und sich ein bisschen besser wehren kann und so. Das finde ich auch, aber ich finde, das fällt auch dann wieder ab, wenn man nämlich diesen gewissen Punkt erreicht, an dem man einfach so eine gewisse kritische Masse quasi überwunden hat. Also du hast halt genug Geld, genug Ressourcen und hast eben auch so viele Waffen, dass du gar nicht weißt, welche du jetzt irgendwie zuerst eben rausholen sollst. Also ich hatte irgendwann diesen Punkt, an dem ich einfach nur noch super schwertschnetzend durch die Gegend gerannt bin und mir war halt alles egal, weil ich nicht mehr so sehr darauf achten musste, dass ich jetzt nicht gerade meine besten Waffen eben nutze. Das klingt ja grauenvoll. Also, ganz schrecklich. Nein, also ich finde es ja auch super, halt das Spiel hatte aber wie gesagt auch diesen Punkt, an dem es halt irgendwann einfach zu nicht einfach wurde, aber dieser Survival-Aspekt ging halt so ein bisschen flöten. Also man musste nicht mehr so sehr drauf achten. Wie ist das bei dir gerade? Also wie weit bist du schon drin? An dem Punkt bin ich einfach noch nicht. Okay. Ich bin gerade an dem Punkt, wo du dir nicht mehr denkst, oh toll, ich darf mich jetzt mit einem halb kaputten Brett gegen Zombies wehren, sondern wo man tatsächlich ein paar Rezepte findet und ein paar gute Grundlagen für die Rezepte, also wo die ersten Orangen-Items sporadisch ins Inventar purzeln und sowas. Und das ist, also für alle, die Dying Light nicht kennen, Orange ist so die beste Item-Kategorie. Und ich habe zudem mich ein bisschen aktiv auf die Easter Egg-Suche begeben. Wo das Schöne an Dying Light ist, das hat ja nicht nur eine Arschladung Easter Eggs, sondern jedes Easter Egg wird sogar spielerisch belohnt. Also meistens durch irgendein Rezept für irgendeine witzige und manchmal sogar effektive Waffe. Welche hast du denn bisher gefunden? Das EXP Calibur. Okay. Das man aus einem Zombie herausziehen muss, indem man tatsächlich 3 Minuten lang die Aufheben-Taste gedrückt hält. Das war gut. Und noch was? Und ansonsten, wie heißt sie? Die Kotek Machete? Kotek war der Balancing-Q&A-Typ vom Spiel. Die Beschreibung von dem Ding sagt einfach nur, Game Designer cheaten gerne in ihren eigenen Spielen und Kotek hat gerne alles im Griff. Und dann sagt das Design von der Machete, da steht auch Kotek drauf, die bestbalancierte Machete im ganzen Spiel und die ist halt ein One-Hit-Kill. Die kannst du nicht modifizieren, die kannst du auch nicht reparieren, die ist wirklich nur Einweg. Mhm. Und insofern eher für Notfälle und sowas geeignet, aber in Notfällen ist sie dann halt, oh, da kommen Zombies, Kopf. Klingt gut. Macht durchaus Spaß. Und ich habe ein paar Nebenquests gemacht und so, da sind ja ein paar ganz lustige dabei. Und, es macht verdammt Spaß und ich freue mich durchaus darauf, noch ein bisschen mehr von dem Spiel zu sehen. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass irgendwann dieser Punkt kommt, den du beschrieben hast, aber da bin ich noch nicht angelangt, sondern ich war immer noch so... Ich bin immer noch so in diesem ersten Drittel, wo du vielleicht so langsam aufhörst, rumzukrebsen. Ja. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn du tatsächlich so ein bisschen Machtgefühl entwickelst. Das ist ziemlich cool. Hotline Miami so lange, oder wie weit hast du es gespielt? Ich bin doch, denke ich, sehr weit. Okay. Ich habe es noch nicht durch, aber ich bin sehr, sehr weit. Mhm. Und
Ist es gut? Lange mussten Fans warten, doch gut, dass es soweit. tut mir leid, ich muss den Redakteursbaukasten. Du musst noch Vorschusslorbeeren sagen. Vorschusslorbeeren? Nee, das habe ich noch nie gesagt. Das ist nicht in meinem Vokabular. Ich sage mehr so sowas wie ja. Fans schlagen zu. Alle anderen spielen Probe. Warte mal, mit 2. Wrong ja. Number. Ja. Ist ein schönes Spiel. Es ist vor allem deshalb ein schönes Spiel, weil Hotline Miami ist so alternativlos. Weißt du, das ist so, es gibt ja nicht. Ja, also ich persönlich mag Hotline Miami schon gerne, aber es gibt so ein paar Hotline Miami-Klone, die machen das wirklich fast noch besser. Gibt's ja nicht. Ja. Welches Spiel ist schon wie Hotline Miami? Und Teil 2. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck. Alles in Ordnung? Ja, das Geräusch war sehr merkwürdig gerade, was hier zu hören war. Deswegen habe ich so geguckt. Es tut mir leid, fahre fort. Ich würde halt sagen, es macht nichts so richtig. Es ist insofern schlechter als der erste Teil, als dass es nicht so wahnsinnig viel besser macht als der erste Teil. Es ist so, spielerisch ist es, hat es ein paar Experimente drin, die sind süß und komplett unnötig im Grunde. Und die Story ist ein komplett kryptischer Clusterfuck aus der Perspektive von, ich würde sagen, so 8 verschiedenen Charakteren, die sich vielleicht mal irgendwann überkreuzen. Also du springst wirklich zwischen einem Club maskierter Fans des Protagonisten vom ersten Teil, die halt versuchen, seine Mafia-mordende Art zu imitieren, damit diese Anrufe wieder losgehen. Ein völlig psychotischer Filmstar. Ein Polizisten spielt man auch. Ein Cop, der ihn hinterher ermittelt. Ein Autor, der versucht, aus dem Cop Informationen rauszubekommen. Irgendein Redneck, den habe ich noch gar nicht in die Story platzieren können, der einfach nur mit Schlangenmasken irgendwo reingeht und Leute platt macht. Ich weiß nicht, warum. Dann zwischendurch springt es in den Dschungel von Honolulu oder Hawaii, wo du eine Guerillatruppe spielst, die irgendwelche Infiltrationsmissionen macht. Und er springt auch noch relativ krass in den Jahren. Also ich glaube nämlich, diese Dschungelmissionen spielen ungefähr so 10 Jahre vor den anderen. Also ich habe es nämlich auch gespielt, jetzt am Wochenende auch relativ weit schon. Ja. Und glaube, die sind immer davor platziert, ein ganzes Stück. Also es ist wirklich verdammt schwer, da so ein bisschen sowas reinzubringen wie einen roten Faden. Ja, also hauptsächlich spielt Hotline Miami 2 in den Jahren 1991, ein bisschen 1989 und die Honolulu-Missionen sind, glaube ich, ein bisschen früher, genau. Ja. Weil das ist, da wird dann zwischen den Missionen wird tatsächlich der Frame so angehalten wie bei einem Videorekorder, wo du dann auch so einen Krissel in der Mitte hast und dann gibt es so einen Zurückspuleffekt und dann, das zeigt immer die Zeitsprünge an und ja, du hast recht, die sind ein bisschen früher. Und es gibt ein paar, ich mag ein paar der spielerischen Sachen durchaus. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du gespielt hast, Gregor. Aber ungefähr Mission 13, 14. Also, da bist du auch schon ziemlich weit. In Spielstunden ungefähr 4,5 bis 5, glaube ich. Wobei ich auch sagen muss, für die letzten 2 Missionen habe ich ungefähr 3 Stunden gebraucht. Also es geht irgendwann nur noch sehr, sehr langsam und schleppend voran. Was zum Teil auch an den kleinen Neuerungen liegt. Ja, also wesentlich weiter bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Also ein paar Missionen noch, aber nicht so viele. Nee, und es gibt ein paar, die mir gefallen. Also ich mag zum Beispiel, ich mag Alex und Ash unheimlich gern. Das sind die mit den Schwanenmasken in der Fernriege. Sie vorne mit der Kettensäge, er dahinter mit einer Schusswaffe. Und du kannst tatsächlich beide gleichzeitig, also du kannst Leute gleichzeitig sägen und auf sie schießen und solche das Nummern. Das klingt Spaß. Der Typ mit den Schlangenmasken, der hat halt irgendwie, was weiß ich so, entweder seine Würfel, also wenn er jemandem was ins Gesicht feuert, ist das automatisch tödlich, oder er beginnt mit einer Nagelpistole, die so ziemlich die härteste Schusswaffe im ganzen Spiel ist, aus irgendeinem Grund oder so. Oder der eine, der mit der Zebramaske, ist glaube ich auch ein Mädchen, kann sich so rollen und da kann er unter Schüssen durchrollen und er kann auch auf anderem Weg in ein Haus rein, weil wenn da ein Fenster ist, dann kann er so durch das Fenster rollen und ist in dem Raum sofort drin und so. Solche Nummern. Der Soldat spielt sich nochmal ganz anders. Der Autor kann am Anfang gar keine Leute töten, sondern nur, wenn er sich selbst in den Blutrausch reinsteigert. Und ansonsten hast du nur die Möglichkeit, wenn du das nicht machst, ihm eine stumpfe Waffe zu geben, sodass er Leute ausnockt das ganze Level lang. Und Nasti, wenn dein Telefon noch einmal klingelt, da raste ich total aus. nein. Und also es gibt diese spielerischen Neuerungen und es ist auch immer wieder eine gewisse Umgewöhnung, weil plötzlich kannst du halt gewisse Sachen nicht mehr oder nur bedingt. Und, ich finde es halt relativ spannend, weil man das Spiel dann wirklich anders spielt zum Teil. Also man merkt schon auch, dass die Level, also wenn du jetzt irgendeinen Typen spielst, der einfach relativ rammermäßig da reinstürmt, ist das Level ganz anders aufgebaut als zum Beispiel bei diesem Autor. Und das ist schon ganz interessant, es funktioniert halt nicht immer gleich gut, aber zumindest bringt es mal einen anderen Aspekt mit rein. Also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so besser finde oder so, gerade nicht wie im ersten Teil.
Schwierig. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es schwerer geworden ist und auch eher unfairer als schwerer zum Teil. Mhm. Also ich sterbe sehr oft außerhalb des Bildschirms. Also man kann ja so die Kamera so ein bisschen nach oben, links, rechts irgendwie schwenken, um zu sehen, was da so vor ihm ist. Aber relativ oft reicht es nicht aus. Und dann kommen eben Schüsse aus dem Blauen heraus und du bist halt am Po. Und weiß nicht, also ich habe echt das Gefühl, es ist ein bisschen weniger gut ausbalanciert als der Vorgänger. Ich hatte gestern einen Level anfangen, da dachte ich wirklich, die wollen mich verkacken. Es ist, du kommst unbewaffnet in den Raum und gleich am Anfang stürmen zwei Leute mit Nahkampfwaffen auf dich zu. Und du denkst dir, ja, okay, ist ja kein Problem. Aber sobald du dich denen auch nur einen Zentimeter zu viel näherst, gibt es in der Mitte des Raumes einen von diesen fetten Typen, die du ohne Waffen nicht besiegen kannst, ohne Schusswaffen nicht besiegen kannst. Und einen Typen mit einer Schrotflinte. Und du kommst an denen auch nicht vorbei. Du musst an denen, also du musst die bekämpfen irgendwie. Und das nur mit Nahkampfwaffen, diese beiden Typen. Das heißt, irgendwie habe ich es dann geschafft, die aus einer Ecke heraus so zu überraschen, dass ich den Typen mit der Schrotflinte erwischt habe, die Schrotflinte sofort gegriffen habe, sofort den fetten Typen erschossen habe. Und dann konnte aber genau das sind auch die starken Augenblicke. Also ich nicht hab, dieser Augenblick. Die ja, nein, aber, ja, aber ich nicht auch schon, dieser. Der war scheiße. Aber ich finde es halt immer wieder krass, wie man so anfängt und sich so denkt, oh Gott, das ist das beschissenste Spiel der Welt, das schaffe ich niemals. Wie soll das gehen? Und eine halbe Stunde später, wenn man Glück hat, eine halbe Stunde, und wenn man Pech hat, drei Stunden später, geht es halt doch irgendwie. Und das ist halt schon ziemlich großartig. Also das ist halt davor, kacken, unfair ist zum Teil, macht es natürlich nicht besser. Aber ich finde, wenn es dann klappt, ist das halt so befriedigend. Und man sieht halt auch, es geht halt doch irgendwie. Das ist schon ziemlich geil. Ja, aber nicht diese Stelle, weil diese Stelle, das mag sein. An dieser Stelle hat das mal wirklich nichts mit der Methodik zu tun, sondern es war wirklich einfach nur dieses, sei jetzt schnell und sei reflexmäßig gut und sowas. Und ich bin eher so der methodische Typ, der so guckt, okay, da ist ein Fenster, darf ich jetzt gerade nicht langlaufen, aber hier ist eine Ecke, ich lass mich kurz sehen, dann kommt er hier an, bam. Du spielst mit Maus und Tastatur, ne? Ja. Und bereue es nicht, weil das Zielen geht ganz gut mit der Maus und sowas. Und das ist. Das muss ich auch sagen, ich spiele gerade den ersten wieder auf der Vita. Und da ist auch mit dem Zielen ist manchmal echt totaler Abfuck. Aber das mit dem, dass es so super belohnt ist, dieses Gefühl, wie oft ich da sitze und fluche und wirklich dann sage, okay, ich spiele es jetzt nicht mehr, dann nehme ich es doch wieder und dann schaffe ich es. Und dann ist es so richtig so, ja! Aber es ist ein Spiel, bei dem ich tatsächlich ab und zu Rage quitte, tatsächlich. Echt? Also, ja, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Also ich bin da richtig sauer, aber irgendwie, das geht nicht. Du kannst nicht aufhören. Dann, also dieses eine Scheiße, den musst du schaffen. Was besonders fies ist, weil beim zweiten Teil gibt es Level, die setzen sich aus 4, 5, 6 Unterabschnitten quasi halt zusammen. Und wenn du halt mittendrin aufhörst, ist halt alles futsch. Also musst du die halt in einem Run machen und das ist dann auch oft ziemlich hart. Bei mir ist das wirklich ab und zu, weil ich dermaßen die Schnauze voll, dass ich das Spiel ausmache und ein paar Stunden liegen lasse. Dann komme ich zurück und dann ist es oftmals, also nicht immer, aber oftmals dann tatsächlich auch im First Try, dann das, wo ich vorher so hing. Ich lege dann auch kurz weg einfach. Aber es ist nicht so, dass ich dann sage, okay, ich mache jetzt aus. Sondern ich mache nur Pause und sage so, okay, kurze Käffchen und dann. Ja, aber in der Zeit mache ich was anderes. Also ich sitze ja nicht dann vor meinem Rechner und gucke mir das Standbild an. Also klar, nein, natürlich dann aus. Nicht. Aber jetzt so vor allen Dingen auf der Vita oder so, einfach Pause, kurz weggehen, halt was anderes machen, fertig. Ja. Nee. Was hast du denn noch so gemacht am Wochenende, außer dein Miami 2 gespielt? Viel geflucht. Ja. Keine Ahnung, gar nicht so viel. Ich habe den 5. Film geschaut von Detective Conan. Irgendwie hat es mir das angetan. Als ich krank war, habe ich wieder angefangen, wahnsinnig viele Folgen zu gucken von Detective Conan. Weil ich halt sonst nichts anderes tun konnte, weil ich einfach völlig fiebrig im Bett lag. Und dafür hat meine geistige Kapazität noch gerade so ausgereicht. Und dann hatte ich irgendwie Bock und habe mir ein paar Filme geholt. Und habe jetzt den 5. geschaut, der halt ein Detective Conan-Film ist. Gut. Aber ja, ist halt völlig over the top, also gerade so das Ende, dann springen sie mit dem Auto vom einen Hochhaus aufs andere, rechnen aber vorher aus, dass sie halt nicht schnell genug sind und müssen dann genau dann aus dem Fenster rausfahren, wenn hinter ihnen eine Bombe explodiert, damit die den zusätzlichen Schub gibt und sie schaffen rüber zu fliegen. Okay. Während sie in der Luft sind, fällt das eine Mädchen fast raus, wird dann festgehalten von einem anderen Typen, halt der drin sitzt und dann merkt Conan, dass sie zu weit raushängt und dass sie quasi gegen so ein Gerüst prallen würde. Also nimmt er sich den Helm, den er aufhat, setzt seine Power-Kick-Boots ein und schießt den Helm auf das Gerüst, um das kaputt zu machen, damit sie nicht dagegen klatscht. Und dann landen sie im Pool, der ganz oben auf dem Hochhaus ist. So. Was ist gerade passiert? Das dachte ich mir da auch so ungefähr. Was? Ja, ich bin weit jenseits der Fähigkeit, mich auszudrücken und setzt. Das klingt ja fantastisch. Ja. Und jetzt stell dir vor, dass von den 800 Folgen, die diese Serie hat, jeder einzelne so ist. Wow, aber das ist ja nicht, das sind nur die Folgen sind dann auch irgendwann ziemlich over the top, aber die Filme toppen das nochmal. Also gerade der 5. jetzt war schon so, wow. Ich mag die Serie echt gerne übrigens. Die ist auch großartig und die Filme sind auch wirklich gut.
Also so ein bisschen wie die Star Trek-Filme. Irgendwie einer ist doof, der nächste ist dann wieder gut. Aber Detektiv Conan ist ein bisschen wie die Star Trek-Filme. Mit Wahlen im Weltall und so. Aber hat man schon viel Spaß damit auf jeden Fall. Also die Filme kann man sich auch definitiv anschauen. Kann ich dir auch gerne mal leihen, wenn du magst. Ja, mal gucken, wenn ich wieder den Kopf ein bisschen frei habe und so. Es ist nicht so, dass mir in letzter Zeit nicht doch einige Sachen empfohlen werden, die ich dann immer mal gucken muss. Ich bin immer noch sehr stolz auf mich, dass ich Drive geschafft habe. Und ich bin erstmal stolz auf dich, dass du Drive geschafft hast. Halten wir uns noch zurück mit weiteren Empfehlungen, vor allem von Sachen, die ich schon weiß. Nasti, was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe unter anderem wieder einen schönen Film aus den 90ern geguckt. Ich mag ja diese ganzen in den 90ern produzierten so Mafia-Filme und so generell. Eigentlich alle in den 90ern produzierten Filme sind relativ gut, wenn man so überlegt. So Sieben ist einer meiner Lieblingsfilme. Und den ich jetzt gesehen habe, war wieder L.A. Confidential. Der war auch sehr gut. Mhm. Und die sind alle so jung. Das ist so total verrückt, wenn man die sieht. Dann denkst du so, oh. Ja, und ich habe White Knight gespielt. Ja, also es ist... Das hattest du mir letzte Woche gezeigt. Ja, glaub, du musst doch ganz kurz erklären, was es ist, weil das werden viele Leute nicht kennen. Ja, es ist so ein Horror-Puzzle-Survival-Spiel, was irgendwie inspiriert worden ist von Alone in the Dark. Also du hast die feste Kamera und bewegst dich halt so rum, ist schwarz-weiß nur. Was, finde ich, echt schön ist, weil ja auch die Kamera immer statisch, also die bewegt sich ja nicht mit dir mit oder so. Du hast einmal eine Kameraposition, was funktioniert auch. Aber ich weiß nicht, ob es mir nur so ging, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dadurch, dass alles so schwarz-weiß ist, dachte ich irgendwann so, oh, mein Kopf. Und dann hatten sie noch wegen, du hast ja dann immer so ein Streichhölzer. Und wegen dem Licht und so sind dann manche Schriften immer nochmal orange. Was eigentlich ganz gut ist, aber was sie dann irgendwie hätten auch in die Untertitel umsetzen können, weil wenn er dann redet, sind die Untertitel so ganz klein in schwarz-weiß, wo du denkst so, was? Was hat er gesagt? Ja, aber es geht. Also es ist irgendwie, es ist gut, aber ich habe es jetzt ausgemacht, weil ich an einer Stelle bin. Es kommt einfach kein Speicherpunkt und es ist wirklich ein langer Akt. Du gehst durch eine Tür, dann musst du, also das ist auch so wie ein bisschen bei Alan Wake, dass du die Geister mit Licht halt töten kannst. Und dann musst du das Kabel reinstecken von der Lampe, dann musst du dreimal die Lampe umstellen, um erst den Schlüssel zu besorgen und dann brauchst du beide Hände und dann musst du den Schrank wegschieben und dann musst du währenddessen aufpassen, dass der Geist dich nicht bekommt und dann musst du in den nächsten Raum gehen und musst da noch ein Rätsel machen und du hast keinen Speicherpunkt und ich habe es dreimal gemacht und am dritten Mal, als ich dann gestorben bin, dachte ich so, nee. Das Hotline Miami der Gruselspiele. Oh, also dann ist es auch nicht mehr gruselig, weil dann ist es nur noch frustrierend, dann ist es einfach nur so, du scheiß Geisterolle, geh mir aus dem Weg, ich hasse dich. Also es ist halt echt, also so am Anfang kam für mich noch keine Atmosphäre so richtig rüber, aber ich fand es auch ein bisschen lustig, wie es geschrieben war, weil es so, oh, nach diesem Unfall konnte ich mich kaum bewegen, aber ich konnte mich noch mit dem rechten Stick vorwärts bewegen. Okay. Und dann ruht man sich zum ersten Mal aus und ah, mir ging es viel besser und ich konnte mit der, ja, sie nennen es auch, ich konnte mich mit der Kastentaste rennend vorwärts bewegen. Kastentaste. Viereck oder Viereck. Was? Ja. Wow. In 25 Jahren Gaming-Erfahrung habe ich das noch nicht gehört. Ja, es gibt auch, in dem Menü gibt es die Option Kundenbetreuung. Wo ich dachte, Spiele schon mal gemacht? Kundenbetreuung? So. Ja, also es ist nett. Auch so irgendwann kommt die Atmosphäre ganz gut rüber. Auch die Geschichte. Also man kann schon erahnen, wohin es gehen soll. Und auch so diese Zwischensequenzen, dann sind immer so wie so Scheinwerferkegel, die auftauchen und du muss dann so von A nach B laufen und so, das ist cool. Aber wie gesagt, jetzt an der Stelle ist halt echt so. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie machen, weil ich eigentlich wissen will, wie es zu Ende geht und was passiert und so. Aber es war so frustrierend, dass ich dachte, nö. Und ich habe das von PlayStation Plus, dieses Outworld mal ausprobiert, dieses New and Tasty. Spiel. Outworld, dieses. Ja, ja. Ja. Danke. Soll es nicht gut sein, ne? Aber es ist nur ein updated Re-Release, ne, sozusagen. Also ja, genau. Es war halt umsonst für PlayStation Plus jetzt diesen Monat. Und ja, ich dachte mir so, wow, versuch's mal. Und es ist halt echt so ein, es wäre so ein Videogames-Done-Quick-Spiel ziemlich gut. Also es ist halt echt frustrierend und immer wieder neu und immer wieder neu. Aber irgendwie war es ganz nett. Auf jeden Fall für so einen Abend mal. Ja. Ja, das ist Oddworld, das ist eines also dieser seltsamen Spiele. Also ich fände sie gut, aber ich sacke so dermaßen in diesen Spielen, dass ich sie kaum wertschätzen kann. Das ist so, ich komme halt einfach nicht sehr weit, weil diese Puzzle-Ansätze und so, dafür bin ich zu dumm.
Ja, wir haben es zu zweit gespielt. Und das ging dann immer so mit Abwechseln und so. Und dann hast du ja mal einen Moment, wo du kurz so nochmal, oh, okay. Und dann ging es. Ganz gut gewesen. Okay. Das war spaßig. Aber ich glaube, es wird jetzt auch nicht das Spiel, was ich jeden Abend spielen werde. Hast du Persona erstmal beiseite gelegt, oder? Ich habe Persona das letzte Mal am Freitag gespielt. Und dann habe ich ja nach Spielen geguckt, die man zusammen spielen kann am Wochenende. Deswegen war es Persona eher so, ich setze mich in die Ecke, ist mir egal, was die anderen macht. Ja. Das wäre ja gemein. Ja, ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir nicht immer über dieselben Spiele reden, über die wir schon geredet haben. Ich bin Apropos, hast du Monster Hunter gespielt? Ja, ich habe endlich den Gormadala besiegt. Oh, schönes Gefühl, oder? Ja, noch schöner wäre das Gefühl gewesen, wenn ich es mit einer meiner Stammwaffen geschafft hätte und nicht mehr hätte eine komplett neue Waffenkategorie aufmachen müssen. Aber ja, das habe ich getan. Und dann habe ich ihn besiegt und... Wir müssen mal endlich wieder ein bisschen so online spielen und im Jägerrang absteigen, wie ein Hoops. Bist du da jetzt noch auf Stufe 1? Jägerrang 1 oder hast du da schon ein bisschen was gemacht, solo? Leo blinzelt mich übrigens gerade wahnsinnig langsam an. Ja, ich werde besser, oder? Nasti ist meine Meisterin im Gebiet des langsamen Blinzelns und wenn sie sagt, ich werde besser, dann bin ich glücklich. Ich bin immer noch Jäger Rang 1. Das hat gut gepasst. Ja, nein, es ist tatsächlich sehr frustrierend, dass ich so viel Monster Hunter und so wenig anderes spiele, aber es ist so ein gutes Spiel für unterwegs. Am Samstag habe ich einem Freund von mir zu Hause geholfen, einen Ikea-Schrank aufzubauen. Hatte den 3DS dabei und immer, wenn er mich nicht brauchte. Leider. Und das funktioniert, zumindest für mich, funktioniert sehr, sehr gut. Was nicht so gut funktioniert, ist Hotline Miami in der S-Bahn spielen, weil wenn du da dich aufregst, gucken dich alle komisch an. Ja, es ist auch zu. Ich weiß noch, wie ich Hotline Miami 1 gespielt habe und ich fand es ja wirklich nicht nur der Gewalt wegen, sondern vor allem auch wegen der Optik und dieser wackelnden Kamera. Ja. Fand ich es ehrlich gesagt so ein bisschen kotzreizerregend. Und das verbunden. Echt? Ja. Und das verbunden mit S-Bahn-Gruckel oder sowas. Ich weiß es nicht. Nee, also ich finde das gar nicht schlimm. Das ist nur halt echt, wenn du da sitzt und dann so nah machst, weil dieser eine Idiot dich gesehen hat und du eigentlich nur noch den hättest umbringen müssen. Und dann sitzen die Leute dann gucken dich an und so, okay. Ja, und was passiert, wenn dir einer über die Schulter guckt und sieht, was du da für ein Blutbad anrichtest? Ja, ich dachte mir dann so, lehne ich mich so ein Stück zur Seite, dann sieht das keiner. Aber ich habe vergessen, dass er die Scheibe reflektiert. Mach die Und diese Leute, die halt da so Vierer-Dings saßen, haben auch schon immer so okay. Irgendwann guckt Nasti hoch und alle Leute gucken sie ungefähr so an. Man muss wirklich sagen, also dafür, dass es ein Pixelspiel aus der Vogelperspektive ist oder so, ist es wirklich eines der gewalttätigsten Spiele, die ich kenne. Also es ist doch ganz schön hart. Ja. Aber es macht halt so Spaß. Es ist so tatsächlich leicht awesome. Und der Soundtrack ist so gut. Wobei ich finde, subjektiv treibt er nicht mehr ganz so im zweiten Teil. Vielleicht ist man es jetzt aber eben einfach auch schon gewohnt. Ich hatte eine Stelle, das war ein relativ spätes Level, also für mich irgendwie Level 10 oder 11. Da wird der super pointiert halt eingesetzt, gerade zu Beginn. Da ist halt so ein bisschen Vorgeplänkel und der Soundtrack ist so ein bisschen ruhig und dann sagen sie, okay, und jetzt geht's los. Und dann legt das Ding halt so richtig los und der Soundtrack treibt dich halt voll an. Es gibt diesen einen Alex und Ash Level, wo du hast irgendwie das Intro und so und dann geht von Perturbator, der im ersten Teil schon den Miami Disco Track gemacht hat, diesen einen sehr prägnanten, geht ein Song los, der Sexualizer heißt. Den habe ich tatsächlich auf meinem MP3-Player schon seit letztem Jahr und sowas. Und der ist einfach nur richtig geil, Elektro-Disco-treibend und sowas. Und dann gehst du halt da durch mit diesen beiden Irren, Kettensäge und Pistole und streckenweise finde ich den Soundtrack in Teil 2 sogar besser als den in 1, manche Tracks. An anderen Stellen ist er halt sehr ähnlich. Und an wieder anderen Stellen funktioniert er vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich kann mich auch nicht mehr an so wahnsinnig viele einzelne Songs halt erinnern vom ersten Teil, aber einfach dieses Gefühl dabei war im ersten irgendwie krasser, finde ich. Ja. Aber vermutlich war es eben wirklich auch so dieses, boah, was ist das für ein Spiel, oh, saug mich rein. Und jetzt weiß man eben, was man kriegt und es macht wahnsinnig viel Spaß, aber man ist eben nicht mehr so geflasht. Hast du schon mal im zweiten Teil ein Skateboard in die Hand bekommen? Nein. Du kannst es halt, also du benutzt es als Schlagwaffe natürlich oder sowas, aber wenn du einen Finisher am Boden machst, dann setzt er dem das einfach, also ich weiß nicht, ist schwer zu erkennen aus der Perspektive, er setzt ihm das entweder in den Kiefer oder an den Hals und tritt einfach von oben einmal durch, komplett. Ich wäre für Kiefer. Nasti wäre für Kiefer. Ich wollte es nur gesagt haben.
Nasti, du bist ein krankes, krankes Mädchen. Ja. Jetzt dachten sich ihre Sitznachbarn auch in der S-Bahn. Deine Sitznachbarn wussten genau, wie du heißt und dachten sich, Nasti, du bist ein krankes, krankes Mädchen. Ich habe noch ein schönes Spiel gespielt und zwar eins, das völlig entgegengesetzt ist zu Miami, nämlich Oriental Blind Forest. Ja, das ist wirklich völlig entgegengesetzt. Ich meine, das ist schon ein bisschen ähnlich, oder? Zumindest ästhetisch. Leo, raus. Okay, cool. Ich wollte eh nicht über Oriental Blind Forest. Ich will das ja auch unbedingt noch spielen. Ja, solltest du auch. Und du auch. Und ihr auch. Und alle. Das ist echt cool. Und das Tolle ist, das sieht eben nicht nur schön aus und ist nicht nur Selbstzweck, sondern dahinter steckt eben auch ein richtig gutes, anspruchsvolles Spiel. Also es ist bockschwer. Also es ist nicht nur Arzi-Fazi. Genau. Es ist knackig schwer, es hat eine super präzise Steuerung, also wirklich klasse. Ja. Es hat so einen ganz leichten Rollenspiel-Einschlag, aber wirklich nur so sehr, dass es einen nicht stört und dass es einfach motivierend ist. Und dieses Metroidvania-Spielprinzip funktioniert halt eh total, und wie schon vor 20 Jahren, ist eben total zeitlos. Ich habe schon zu Leo gesagt, das Einzige, was mir an dem Spiel nicht so richtig super gefällt, ist das Level-Design. Man ruft relativ oft die Karte auf, um sich halt irgendwie zu orientieren, weil es nicht so ganz ersichtlich ist, wo man jetzt genau ist. Ja. Und die Level-Architektur ist eben auch nicht sehr klar. Also man ist oft in der Höhle und dann plötzlich wieder draußen und das macht alles nicht so richtig Sinn. Also das ist eine sehr fantasievolle Welt, die sich aber nicht logisch irgendwie erschließen lässt quasi. Das ist ja grauenvoll, 2 von 10. Leo, raus. Ja, aber das werde ich auch auf jeden Fall spielen. Ich hatte mir jetzt auch am Wochenende Shelter 2 geholt und wollte das eigentlich spielen und dann habe ich festgestellt, dass es keinen Controller unterstützt. Und dann habe ich es nur ganz kurz gespielt. Ich habe so 5 Minuten angefangen und dann hat es mich aber doch irgendwie gestört und ich hätte mich richtig hinsetzen müssen und so. Und deswegen, ich werde es irgendwann versuchen. Vielleicht. Doch, ich werde. Aber ist ganz süß. Ich finde es irgendwie lustig, dass das ein echtes Hindernis für dich ist. Ja, nee, also du musst wissen, wenn ich mich halt hinsetze, ich schließe mal alles an den Fernseher an und dann dachte ich mir so, ja, mit Controller schön auf meinen Sessel setzen und so. Und dann hieß es, es unterstützt leider keinen Controller. Und dann dachte ich so, oh. Ist eigenartig. Also für alle, die Shelter 2 nicht kennen, man spielt eine Luchsmutter, die ihre Luchsjungen luchsig beschützen muss und luchsig versorgen muss. Ja. Und klingt spontan wie ein Spiel. Also entweder man schließt einen echten Lux an, mit dem man das Ganze steuert, oder man schließt einen Controller an. Das ist so. Ich fand auch, dass, warum das jetzt unbedingt nur Maus und Tastatur unterstützt. Gibt es nur für den PC? Man Lux und Maus also, ist ja, überhaupt nicht verstehen. Das ist Leo, raus. Leo, du kannst es noch so oft sagen. Ich geh nicht raus. Doch, ich glaube daran. Irgendwann funktioniert das. Irgendwann. Und nur wenn du auf Klo musst, ist mir egal. Ich würde sagen, vielleicht nähert sich dieser Podcast einfach dem Ende und dann gehe ich raus. Gehen die alle raus. Verrückt. Alle gemeinsam raus. Und wollen wir was Mittagessen gehen? Das ist, glaube ich, schon Zeit dafür. So spät ist das. Ja, es ist schon 12. Ja. Oh Gott. Ja, dann werden wir jetzt essen und hören uns nächste Woche wieder. Die Meisterin der Abmoderation. Das war die unsicherste Abmoderation, die ich je. Und vielleicht. Und, guck mal da eine Ablenkung, tschüss. Eichhörnchen.